So. Es wird langsam mit der ganzen Ecke hier. Darum haben wir jetzt nach. Oh, das wird so wieder so eine 2-Stunden-Mission. Ich sehe schon kommen, aber es ist mir. Passt mir eigentlich ganz gut, denn ich muss ja 9 Folgen aufnehmen und das sind 2 Stunden 15 Minuten. Und wenn das jetzt eine 2-Stunden-Folge wird, dann habe ich heute schon wieder 3 Stunden aufgenommen und ich bin noch nicht fertig. Das kann ja was werden. So ein Redefluss hat doch kein normaler Mensch. So. Muss ich sehen. Hier den Kanonenboote, ach wie schön. Schon kaputt. Oh. Das tut mir jetzt aber leid. Nicht. Der Knoten wird heftig von Artillerie verteidigt. Deshalb geben wir Ihnen die Pläne für den Asylum Tech 2 mobilen Schildgenerator. Bauen Sie einige davon. Damit gelangen Ihre Einheiten nah an den Feind, ohne zu viel Schaden zu nehmen. Chor Ende. Das ist ja nicht mehr normal. Ich glaube, da werde ich mit Lufteinheiten angreifen. Ich glaube, dann lasse ich erstmal einen hier drüber fliegen und gucke mir erstmal an, was hier alles rumsteht. Ich glaube echt, ich muss bei dieser Mission viel auf Luft bauen. Was anderes geht gar nicht, glaube ich. Okay, hier kann ich mit Land rein, das ist kein Problem. Da kann ich mit Land reingehen, das ist gar kein Ding. So, ihr sorgt für ein bisschen Schutz? Ja, ihr sorgt für ein bisschen Schutz hier. Die Verteidigung ist mangelhaft, das weiß ich auch. Aber es ist immer noch gut genug. So, jetzt heißt es erstmal schauen, was ich jetzt als nächstes baue. Ich muss natürlich viel auf Lufteinheiten bauen, das heißt, ich muss vielleicht gut produzieren können. Aber mit so wenig Masse ist es schwierig. Baue ich hier mal einen Massextraktor hin und den hier nehme ich mal und baue ein bisschen. Oh, da oben wollte ich gar nicht hin. Was haben wir hier? Was ist das für ein Teil? Will ich gar nicht wissen. Hau ab. Ja, nichts Großes. Schön, das, dann kannst du ruhig rankommen. So, hier ist wieder ein normaler Angriff. Hier gehen sie einfach durch. Das ist kein Problem, weil hier keine Landverteidigung ist. Das heißt, da habe ich schon mal so gut wie gewonnen. Drei noch. Wo haben wir die denn? Ach, hier haben wir die. Gut, dann sorgt ihr drei erstmal dafür, dass... Der Erfolg der Mission hängt davon ab, dass sie den Knoten rechtzeitig einnehmen, Champion. Chor Ende. Ich weiß doch, Mensch. Auch nicht alles. Ich brauche viele Kanonenboote. Und um die dann auch nachher zu bekommen, mache ich erstmal viele Massenspeicher, denn wenn ich viel Massenspeicher habe, dann kann sich die ganze Masse auch auffüllen. Und wenn ich die ganze Masse aufgefüllt habe, dann habe ich die gute Chance. Und habe die Möglichkeit, lange zu produzieren, gut zu produzieren, weil ich noch Masse auf Lager habe. Auch wenn es eigentlich hier oben negativ ist. Das ist ja dann egal, ich habe ja noch Masse auf Lager.
Also diese Basis dürfte zum größten Teil ausgeschaltet sein. Ob wir die hier angreifen können, gute Frage, das weiß ich noch nicht. Deswegen schauen wir hier mal rum, ob hier noch irgendwas steht. Ich hoffe mal nicht. Und wenn ja, dann schauen wir uns das mal an. Ich weiß echt nicht, ob sie das angreifen können. Ich glaube, dazu haben sie nicht den richtigen Radius. Ist hier noch was? Ja, Einheiten. Aber nichts Weltbewegendes, ne? Können die Sachen angreifen? Das ist die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle. Die hier wohl kaum, deswegen schicke ich die auch jetzt mal wieder zurück hier. So, mach hier ein, so eine Verteidigungslinie hin. Kann ich einmal rüberziehen, naja. Naja, machen wir es jetzt mal. So. Luftabwehr, Landabwehr und ein bisschen Luftabwehr kommt dann hier noch hin. Ach, was mache ich hier denn eigentlich? Ist doch Quatsch. Ich dachte wirklich ein bisschen sind Dreier. Das reicht. Ja, das ist sehr gut. Ha. Den Angriff können die nicht kontern, aber da komme ich nicht ran. Das heißt, da werde ich gleich die Kanonenboote nehmen, die ich habe. Oder noch nicht habe. Schon welche? Fünf Stück habe ich anscheinend schon. Ah jo, da haben sie, da habe ich sie ja. Gut. Könnt ihr wirklich? Ja, ihr könnt. Das ist ja Hammer. Oh Mann, wo kommen die denn her? Immer schön angreifen. Ja. Ich glaube, wenn wir uns hier raus befreit haben, können wir auch ein bisschen besser dann reinhauen. Aber das kommt eben erst noch. Also wir können die wenigsten angreifen, sehe ich gerade. Ja, eher weniger. Dann lassen wir das lieber machen. Läuft ja schon. Die können ja einfach so übers Gebirge. Das ist doch Quatsch, hier Verteidigung hinzuziehen. Na gut. Gehen wir alle wieder rein. Du sorgst dafür, dass hier mal ein bisschen mehr Luftverteidigung ist. Ich stelle dich mal so dahin. Ihr macht mich hier mal so hin. Und den Rest nehme ich dann irgendwann schon mit. Die können wieder zurück hier hin. Das passt dann schon. So, und hier die alle. Die lasse ich jetzt erstmal auf eine Sache mal gehen. Auf eine einzige Sache mal. Alle auf eins und dann geht es auch alles viel schneller. Hier werden keine Boote produziert, das finde ich auch gut so. Aber man muss ja trotzdem bedenken, dass was passieren könnte. Okay, also hier muss auch Luftverteidigung hin. Die Prinzessin befiehlt, den Knoten so schnell wie möglich einzunehmen, Champion. Chor ja, verdammte Hacke, ich weiß, dass sie das will und ich will ja auch, aber ich kann auch nicht alles. Mann. Wenigstens ist es von der Produktion gerade alles gut. Wenn ich nämlich die Marinebasis zerstört habe, habe ich einen Punkt weniger und kann mich voll auf die ganze Ecke hier konzentrieren. Wird schwierig. Also ich muss wirklich sagen, das dürfte nicht so einfach werden. Ich muss hier viele Einheiten hintransportieren und am besten... Das kann ich vergessen, die Tech-2-Verteidigung von den Cybern. Das wissen wir, dass die verdammt gut ist. Deswegen müssen wir da mit Lufteinheiten hin.
Weil hier an Luft ist hier eher weniger. Da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mal Tech 1. Das ist zu schaffen. Gar keine Frage. Der Marinestützpunkt der Cybrans wurde eliminiert. Der See ist jetzt sicher. Chorende. Ist doch gut so. Ich hätte schon gedacht, wenn das da hier landen will, dann habe ich auch ein Problem. Gut, mein Techniker ist fertig. Den lassen wir nochmal was bauen. Die Massenspeicher werden uns sehr, sehr helfen, das weiß ich. Deswegen will ich sie jetzt auch bauen. Also, hier ist alles sicher, hier ist alles sicher. Hier müssen wir noch extrem viel anrichten. Deswegen schauen wir uns jetzt hier erstmal um. Ich weiß, dass hier die Boote sind, das ist mir schon klar. Das habe ich eben gerade schon gesehen, weil es war ein Kreuzer. Ja. Ja, was machen wir denn mit denen? Ich habe jetzt 14 davon. Oh ne, ich will die jetzt gleich. Ich will jetzt erstmal alles erkunden. Erst erkunden und dann kommt der Rest. Warten, bis es fertig ist. Ein paar Luftaufklärer machen. Ich will einfach sehen, was da abläuft. Ist ja auch verständlich, finde ich. Oh, kein Sprit mehr. So, einmal hier hinten her, bitte. Danke. Dann schauen wir uns jetzt nämlich erstmal um. Um die muss ich mich noch irgendwie kümmern, aber ich weiß noch nicht wirklich wie. Boah, ey. Ist ja unglaublich. Ist ernsthaft, ist doch Wahnsinn. Also hier sind noch Einheiten, die mir gar nicht gefallen. Das sollte man alles mit... Fuck. Ach du Scheiße. Okay, das wird verdammt schwierig. Oh. Ja, das wird schwierig. Wie mache ich das am besten? Ich weiß jetzt gerade echt nicht, wie ich das machen soll. Deswegen bin ich doch gerade komplett ruhig. Klar, mit Atombomben wäre das kein Problem. Da kommen die hier jetzt mit. Die Prinzessin befiehlt, den Knoten so schnell wie möglich einzunehmen, Champion. Chorende. Es wird und wird nicht einfacher. Das wird sich ganz schön ziehen, die Mission. Die wird sich
Wenn es auch nur auf einmal 3 Stunden sind, dann sollte ich mir Gedanken machen, weil dann habe ich für 4 weitere Tage produziert. Ich habe jetzt schon keinen Plan mehr. Ich sehe es und sehe schon, dass es verdammt